Liebe Schwester Teresa, wenn wir heute mit dir dankbar auf 50 Jahre gelebten Glaubens in den Räten des Evangeliums zurückschauen, so ist das ja nicht nur etwas, was man privat erinnert. Die Profess, die abgelegt wird in der Öffentlichkeit der Kirche, ist immer ein Glaubenszeugnis für die Kirche. Und deshalb ist es ein Tag großer Dankbarkeit, wenn wir heute hier an diesem Ort mit dir auf diese lange Zeit gelebten Evangeliums zurückschauen dürfen. Dieser Tag, auf den deine Profess fällt, ist angefüllt. Man könnte auch sagen, wenn es kommt, dann kommt es richtig dick. Denn allein in der Auswahl der Messformulare ist man heute ein wenig überfordert. Wir haben das Tagesgebet der heiligen Hildegard gesprochen, die auf diesen Tag fällt. Und es ist das älteste Formular. Wir sollten natürlich eigentlich auch mit der franziskanischen Familie die Wundmale des heiligen Franziskus feiern, die auch auf diesen Tag feiern. Und schließlich gibt es neben Hildegard einen weiteren Kirchenlehrer, den Jesuiten Robert Bellarmine, auch nicht eben unbedeutend. Aber vielleicht kann in dieser Ansammlung von Möglichkeiten an deinem Professtag für uns alle eine interessante Botschaft liegen. Denn was diese drei Heiligen vereinen und diese drei Anlässe vereinen, sind so etwas wie ein Rundumkennzeichen christlichen Lebens. Da ist es bei Hildegard, wie das Tagesgebet erwähnt, die prophetische Schau. Das war keine ganz leichte Frau, wir wissen das. Wenn wir Prälaten dieser Zeit befragen würden, würden sie bei dem Namen, wenn er fällt, Hildegard, wahrscheinlich eher sich abdrehen und sagen, komm, lass mich mit der in Ruhe. Die ist bekannt dafür, dass sie freche Briefe schreibt, dass sie uns die Leviten liest, dass sie uns ständig sagt, was wir alles falsch machen. Und sie selber ist ein unruhiger Geist, weil sie in ihren Gemeinschaften viel probiert, sie experimentiert. Sie versucht, ihre Visionen des Evangeliums und die Schau des Himmels umzusetzen, was manchmal ein wenig verrückt wirkt, wenn ihre Schwestern bei der Liturgie plötzlich goldene Kronen tragen. Aber es ist die prophetische Schau, die mystische Ader, die sie umtreibt und die aus dem Christentum nicht herauszunehmen ist. Bei Franziskus begegnet uns ein zweites Kennzeichen des Christentums, das gestern im Evangelium schon angeklungen ist, dass man, wenn man dem Evangelium folgt und folgen will, verletzt und verwundet sein muss vom Evangelium. Das Evangelium ist und bleibt eine offene Wunde im Leben eines jeden Christen, die sich so lange nicht schließt, bis wir Christus gegenüberstehen. Kaum jemand in der Christentumsgeschichte hat das so am eigenen Leib erfahren, ausgehalten, wie ein zweiter Christus, wie jener Franziskus von Assisi. Mystische Schau, Verletzung durch das Evangelium. Dazu kommt ein drittes, wofür Robert Bellarmine steht. Er, wenn man so will, ein Jesuit erster Generation, der uns etwas hinterlassen hat, das schnell in Vergessenheit gerät. Eine solide Basis der kirchlichen Überlieferung, zusammengefasst in seinem Katechismus. Er stammt ja aus der Zeit der nachreformatorischen Wirren. Als sich Rom viel zu spät um Deutschland kümmert, beispielsweise. Denkt, das sind regionale Probleme. Wir haben hier in Rom unsere Politik, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen uns hier um die Verwandten bemühen, dass die Fürstentümer nicht verloren gehen. Und man lässt diese Länder jenseits der Alpen, die man ohnehin nicht richtig versteht, einfach ihren Gang gehen. Robert Bellarmine ist einer der Ersten, der sieht, es braucht eine verlässliche Grundlage. Bei aller mystischen Schau, bei aller
Prophetie, die in der Verletzung durch das Evangelium liegt, braucht es eine Vergewisserung dessen, was die Kirche glaubt und bis heute geglaubt hat. Und ich denke, mit diesen drei Dingen kann man als Christin, als Christ, kann man als Ordensschwester wirklich in der Spur Christi gehen, indem man nicht seine eigenen Rechnungen aufmacht, sondern bewusst diesen Weg geht, in der Gemeinschaft derer, die vor mir geglaubt haben. Aber darin erschöpft es sich nicht, sondern die Wunde des Evangeliums in der eigenen Existenz immer neu zu erleiden und sich zugleich mit seinem Leben zu öffnen für die große prophetische Schau dessen, was uns verheißen ist, was nicht zuletzt in jeder Liturgie geschieht, dass sich der Himmel öffnet und Gott selber sich uns gewährt.